Jo, was geht, meine Lieben? Willkommen zurück bei der weiteren Folge der Pokémon Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir ja hier, wie heißt der, Cyrus besiegt und alles und sind in die Zerrwelt, haben Giratina ausgeschalten. Und jetzt hat uns Cynthia gesagt, müssen wir mit Professor Rowan, Professor Eich, mit irgendeinem von den zwei sprechen. Ihr seht mich in dem Aufzug hier, weil mir ist nichts Besseres eingefallen. Wir gehen nach zur 8. Arena darüber, auf einer Strandding, und ich habe gedacht, ich mache mir hier einen Professor Kukui-Ding. Ich weiß, das ist die falsche Gen und ich habe Gen 7, Gen 8, keine Ahnung, wo der vorkommt, nie gezockt. Aber es ist Strand, der Haverer hat nie irgendwie etwas von einem Leiberl, hat immer nur ein Hemd drüber geschlagen, eine grüne Sonnenbrille auf und ein weißes Basecap. Besser als irgendwas, würde ich sagen. Die Armbänder sind dazu auch noch am Start. Die Kette habe ich jetzt nicht um, aber ist egal. So. Und deswegen würde ich sagen, wir reden einmal mit Professor Wambo hier. Ja. Okay, passt. Gut, wir sind soweit und haben schon alles gemacht, was Zerrwelt und so angeht. Und ihr seht unten rechts in der Box unten, wir haben ein neues Teammitglied. Unser 100 Sonnewig, genau, nach Sonnewig mir's meine. Passt eh mit der Sonnenbrille, weil Sonnewig hat bekanntlich Sonne. Ja, Entschuldigung. Genau. Wir müssen nach Sonnewig rüber. Da, wo wir vorher hin nicht hin. Aber ich zeige euch jetzt mal unser neues Teammitglied. Und zwar haben wir jetzt unseren lieben LOL mit dabei, mit komplette geboostete Verteidigungswerte und Angriffswerte und null Init. Also, eins sage ich euch, dieses Ding hat null Init. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich mir gesagt habe, ich habe mir jetzt ein paar Carbone gekauft für die Init-Boost oder so, weil ich sag's euch, es ist so ekelhaft, wenn du von allem outspeedet wirst. Ja, LOL mit Surfer, Gena, Erdbeben und Regentanz, vielleicht für ein bisschen Regentanzstrategien. Ja, das heißt, wir fliegen nach Sangeme. Warte kurz. Wir fliegen nach Sangeme. Und gehen runter in die letzte Stadt, weil jetzt haben wir noch einen Encounter vor uns. Dann kommt schon der letzte Arena-Leiter und dann kommt eh schon die Siegestraße plus Pokémon, Battle, Arena, alles und so weiter. Ja, den Arena-Leiter werden wir heute noch nicht machen, da muss ich noch ein wenig aufleveln, habe ich mir gesagt. Solange jetzt, besser, es kommt heute noch eine Folge, also es kommt heute keine Folge mehr. Ja, das ist das mit Giratina oder so, dann holen wir uns da noch einen Encounter, weil da gibt es auch noch einen. Genau. Na, schauen wir mal, vielleicht lässt sich hier noch irgendwas Usefules fangen. Dich haben wir schon, das heißt, dich kann ich überspringen. Gleich noch vielleicht ein paar XP-Punkte mitnehmen. Ich habe LOL unsere Wassertafel gegeben. Ich meine, ich werde es vor dem Arena-Fight eh noch wechseln. Weil Wassertafel gegen Elektro-Arena ist nicht so useful, wie man vielleicht antizipiert. Well. So richtig was. Ja, und das habe ich gemeint. Wenn man von allem outspeedet wird. Really? Und jetzt schlafe ich noch, oder wie? Ich meine, kein LOL-Shaming, aber LOL ist halt nicht ansatzweise so gut wie unser Pledgeman. Aber ich habe einen Surfer gebraucht. Aber ja, wie gesagt.
Wundert euch vielleicht nicht, wenn Doll schon wieder bald von uns gehen wird. Gibt's da eigentlich überhaupt was anderes außer die zwei Mons? Dankeschön. Ich hoffe, es gibt irgendwas anderes außer die zwei Mons. Bitte lass mich fliehen. Ich sag's nur. Das Ding hochzutrainieren war die absoluteste Frechheit, was ich jemals in meinem Leben habe machen müssen. Einmal probiere ich es noch. Und dann schauen wir, ob wir hier irgendwas anderes finden. Nein, finden wir nicht. Also gehen wir weiter. Ja, wie gesagt, Volkner machen wir halt heute noch nicht. Weil Volkner ist noch ein wenig zu stark. Und wir alle wissen, was passiert, wenn wir zu einem Arenaleiter hineingehen, wo wir nicht auf demselben Level sind, beziehungsweise wenig underlevelt sind. Ich hab da schon Sachen. Also dieses Bifas geht mir langsam echt wohin. Ey, ich bin ein Biber-Joke schon lange nicht mehr rausgehaut. Ich bin ein Biber! Sorry. Ja, schaut, jetzt haben wir eine neue Route. Das heißt, da drin gibt's Plaudergeist, Electex, glaube ich. Na gut, aber wenn es da Electex gibt, bin ich mit LOL eigentlich eh richtig drinnen. Das Gute ist an LOL ist absolute Elektroimmunität. Jetzt ist die Frage, soll ich mir ein Luxio holen oder ich reroll? Es tut mir leid, Luxio, ich reroll. Weil ich weiß, dass es hier drin einen Lag-Tag gibt. Ja, genau. Und dich wollte ich eigentlich haben. Weil wir brauchen noch irgendetwas gegen Flugattacken. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Ding reicht. Ja, nice. Wir brauchen irgendwas noch gegen Flugattacken und gegen Wasser und alles. Ich meine, wir haben zwar Blümchen für Wasser, aber ich brauche noch irgendwas gegen Flugattacken. Ja, und da wäre ein Electek gar nicht so dumm, weil Elevoltek absolut OP ist. Falls uns irgendwie was jetzt auskommen sollte. Ich meine, wir haben ein ziemlich gutes Team gerade. Vielleicht werde ich noch ein, zwei Adjustierungen machen vor der Siegestraße. Habe ich irgendwie was zum... ich meine, wir haben 63 Hyperbälle, das wird ja hoffentlich reichen. Well. Macht euch bereit, this is going to take a while. Vor allem, ich glaube, der hat nichts anderes außer Elektro-Moves, so was ich mitbekommen habe. Jesus Christ. Ja, ich glaube, er hat nichts anderes außer Elektro-Moves. Und weil Donnerwelle, glaube ich, 35 mal einsetzbar ist, wird das jetzt eine Weile dauern. Bleib drin. Das Problem ist, ich kann es nicht nochmal anchippen, weil... sonst kill ich's und das habe ich keinen Bock drauf, dass ich einen Encounter verpasse. Komm on. Yes, sehr schön. Gut. Wir haben unseren Britzelboy. Der Ersatz für damals unseren Brutzel. Natürlich wollen wir einen Spitzelnamen geben. Und zwar wird das unser... Warum fange ich? Bitte ist unser Britzelboy. Oder bist du ein... Okay. Okay, das Ding ist ein Mädchen. Britzeline.
Geht sich das aus? Brezeline geht sich aus, also wird es unsere Brezeline. You are... Oh, Mann! Gut. Wenn man nicht einmal männlich und weiblich auseinanderhalten kann, sollte man vielleicht keine Namen vergeben. Naja, egal. She happens. Boys, shit happens. Ah, ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir Morlord ins Team nehme oder irgendwas anderes, weil Morlords... Well, es ist echt nicht so geil. Lasst euch das gesagt sein, Morlord ist echt nicht so wirklich das beste Mon. Zack. Und, Mann, es ist zwar ein Tank mit mega viel KP und mega viel Verteidigung, aber nur gegen physische Angriffe, also auf der speziellen Seite, ist das Ding absolut useless, weswegen Surfer auch überhaupt nicht gut ist auf dem Ding, aber... War bei Pledgeman auch so das Ding, aber das Problem ist, dass Pledgeman einfach von die Base-Stat her hat glänzen können. Das ist ein Doppelkampf mit... Ich gebe mal Baby Dry wieder hinein, weil Baby Dry habt ihr eh lange nicht mehr gesehen. Ja, ihr merkt, heute ist eine gemütlichere Folge, weil ich eben Volkner noch nicht machen will heute. Und... Deswegen werden wir ein bisschen aufleveln, werden wir ein bisschen in Sonneweg um und um schauen, dass wir Volkner finden, werden uns Kaskade holen. Ja. Und mehr werden wir heute auch wahrscheinlich nicht machen. Du gehst für ein Remoraid und du gehst... Well... I mean, Baby Dry ist halt auch... Ich weiß halt nicht, wie ich zu Baby Dry stehen soll. Baby Dry ist zwar von den Base-Stats super, aber es ist halt unser Lichtschild und Reflektormon. Und das ist halt wirklich zum Level nicht so das Geilste. Ja, ich meine, Aquawelle wird resistiert. Das, du machst gar nichts. Es kommt nochmal ein Gigasauger. Und ich bin am überlegen, ob ich nicht Baby Dry noch eine usefule hier Ding-Attacke lernen. Usefule Flugattacke, weil mein Flammenwurf ist zwar ziemlich schön für die Eisschwäche, aber well, brauche ich nicht unbedingt. Ja, wir können ja heute ein bisschen Gegend erkunden, Items und so fangen. Wie gesagt, einfach eine gemütliche Folge heute draus machen. Du hast Wingulls. Habe ich mir fast denken können. Du hast Wingulls. Ah, wie ihr auch mitbekommen habt, ich habe vielleicht ein wenig aufgelevelt. Also Blümchen und Lulorio ein paar Level, seitdem ihr sie das letzte Mal gesehen habt. Aber... ist jetzt nicht wirklich viel sonst weiteres passiert. Ich habe eher hier LOL hochziehen müssen, wegen dem Pledgeman-Ausfall, was immer noch weh tut. Und ich habe mir gedacht, ich kann... Normalerweise könnte ich ja eigentlich ein neues Garados fangen und das Garados wieder hochziehen, aber das wäre dann das dritte Garados und das wäre keine Abwechslung oder so in die Richtung. Aber ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr LOL in unserem Team begrüßt oder ob ich es nicht doch auswechseln soll, weil wir hätten ja noch zwei andere Wasserkandidaten, die ich nehmen könnte. Eins wäre zum Beispiel hier, Buizel, wie heißt das Ding? Mit dem Schwimmreifen, Entschuldigung, mit dem Schwimmreifen, Oma Dumm. Das wäre... Punkt Nummer 1 und dann hätte ich ja noch ein Tentoxer. Aber zwei Giftmons in einem Team ist halt auch unnötig. Du bist der Top 4, oder? Ja, genau.
Das ist, glaube ich, der Bruder von Volkner. So, gehen wir mal kurz eine Runde heilen, dass wir den Checkpoint haben hier zum Herfliegen. Dann reden wir mit dem kleinen Mädchen da oben. Warum fahre ich eigentlich nie mit dem Fahrrad? Das kommt mir erst jetzt. Gut, dass mir das jetzt kommt, in der 25. Folge, wenn die Nuzlocke fast vorbei ist. Also ich meine, sie ist noch nicht fast vorbei. Aber schauen wir mal. Und ihr könnt euch langsam, wir sind ja doch langsam bei der letzten Arena. Ihr könnt euch ja doch langsam überlegen. Die gibt uns erst Kaskade, wenn wir den Arena-Leiter besiegt haben. Ihr könnt euch ja schon einmal überlegen, was denn die nächste Donnerstein, okay. Das nächste Projekt werden soll. Ich hätte voll Bock auf einen ROM-Hack. Also Radical Red hätte ich heute schon echt Lust. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich VGC genug bin, eine Radical Red Nuzlocke zu machen. Ich meine, Nuzlocken werde ich das Ding sowieso nicht. Ist okay, Volkner. Ich hätte voll Lust auf Radical Red, aber ich weiß nicht, ob ich bei Radical Red schon bereit bin dazu. Ich meine, Nuzlocken will ich das Ding sicher nicht, weil Radical Red ist einfach viel zu OP, was Nuzlocken angeht. Aber ich hätte schon so Lust, so mit so Save Points, so jeder Arena-Leiter ist ein Save Point. Wäre interessant. So, jetzt haben wir noch einen weiteren Encounter bei einer Route, aber ich wüsste nicht, welches Pokémon ich da einsetzen kann. Weil ich meine, da kommt jetzt gleich ein Tentacha, ein Tentoxa und die haben wir beide schon. Oder schauen wir mal in die Box hinein. Schauen wir mal in die Box hinein, was wir überhaupt haben. Ich meine, LOL werde ich mir noch behalten wegen der Arena hier. Weil Elektro-Immunität ist einfach viel zu gut. So, wir haben einen Merrill, wir haben einen Tadeus. Ja, wir haben einen Pelipper noch vielleicht als Wassermon. Also eigentlich alles, was wir uns wünschen, was Wassermons angeht. Ich wüsste nicht, was ich in dieser Route noch encountern könnte, was jetzt kein Wassermon ist, was ich nicht schon habe. Ah, und ja, ich habe ja irgendwann einmal vor 2-3 Folgen gesagt, ob ich mich ein Kleinstein gefangen habe. Habe ich! Ich habe es vergessen, dass ich es in der Ding abgelegt habe. Wir können ja gleich ein wenig aufleveln. Wait, shortly. Gib mir Blümchen. Ich habe es aber vergessen, dass ich es in der Level 47. Das Ding wäre halt echt nice. Ist Tentoxa schwer? Na, du hältst noch einen zweiten Schlauch. Alter, 47, da bräuchte ich nicht einmal aufleveln so viel. Ah, ich glaube, ich hole mir einfach nochmal Tadeus. Aber wie heißt dieser Rivale von Tadeus? Schnöselbert? Eugene? Heißt der Eugene? Wisst ihr, der Rivale von Tadeus, weil wenn ich Tentacha als Tadeus habe, dann brauche ich jetzt sein Pendant in Stärker. Wie heißt denn das Ding? Wie heißt denn der? Gibt mir kurz eine Minute, ich schau kurz nach. Ja, ich bin wieder da. Das Ding heißt Siegbert Schnösel. Also wird das unser Siegbert werden. Siegbert, also das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Siegbert Schnösel, stimmt. Also wird das unser Siegbert. Ja, sonst
ist hier eigentlich nicht mehr viel zu holen. Ich schaue noch, ob hier eine zweite... Jetzt bin ich aber gespannt. Herr Pilipper ist so ekelhaft. Überall. Und du hast nichts Gutes. Außer ein fucking Elektromon. Hättest du dann Kevin Pilipper... Mantrips. Ich hätte eigentlich früher immer geglaubt, dass Mantrips dieses legendäre Pokémon ist. Das ist ja Manaphy. Ist das Manaphy? Ist das auch ein Flugding? Jawohl. Wenn wir schon nichts machen können, dann legen wir wenigstens Giftspitzen. Lol. Ha, lustig. Mann, wenn der jetzt einen Tentox rausschickt, war das eh umsonst. Aber ist egal. Und ich habe mitgekriegt, dass ich Thaddeus komplett falsch geschrieben habe. Also, I mean, wirklich komplett falsch. Du kannst einen Bodycheck. Warum? Fragt mich nicht, aber du kannst einen Bodycheck. Ja. Ich schaue noch, ob es da oben eine weitere Route gibt, die wir erkunden könnten. Remoraid. Ob es da eine weitere Route gibt, die wir erkunden können. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was wir eigentlich machen, wenn wir hier in die Pokémon-Liga kommen. Ob wir das Team so lassen, wie es ist. Ob wir es noch versuchen zu verbessern. Ob wir andere Sachen da... Ob wir andere... Pilipper Level 50? Wow. Ich hab gar nicht gewusst, dass es solche starken Mons hier gibt. Nein, hier ist eigentlich keine neue... Das ist nochmal Tentoxa. Das meine ich, es gibt Level 31er und es gibt Level 50er. Well, I guess. Eigentlich gibt es nur die zwei. Das sind die nervigsten Wassermonster, die was du encountern kannst. Fucking Pilipper und hier, wie heißt der andere? Tentoxa. Die nervigsten Wassermons ever. Eigentlich gibt es hier nichts anderes. Also war schon gut, dass ich das 47er Tentoxa gecatcht habe. Dann muss ich, falls ich es mir ins Team nehme, nicht so stark auftrainieren. Da ist noch ein Ball. Hyperball. Die ganzen Trainer mache ich dann auch. Off Folge. Da müsst ihr nicht unbedingt zuschauen. Ich schaue noch, ob das Ganze hier eine neue Route ist. Hier nochmal Tentoxa. Tentoxa ist unnötig. Du kannst diese Trainer nicht ausweichen, das geht nicht. Ich glaube, diese Trainer sind da wirklich dafür konzipiert, in die Richtung zu schauen, Enzoron. I mean, du bist zwar Psychomon, aber... Well, so schlimm ist es nicht. Noch ein Item. Tauchball, ist das nicht super gut für Wassermons? Ja gut, dass ich schon alle Wassermons habe. Egal. Das ist Pokémon-Liga. Doch, das ist eine neue Route.
Also wenn ich hier entlang surfe, sollte ich was Neues fangen können, falls es was Neues gibt. Falls es was Neues gibt. Das wird, glaube ich, nichts mehr, Leute. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Ist ja coole Stadtmusik. Aber es geht nichts über hier. Ich schau noch mit euch da rein, ich kann ja dabei die Abmod machen. LOL. Bruder, der hat viele Pikachus. Ja, egal. Meine Lieben, ich kann dabei die Abmod machen. Hat euch die Folge gefallen, die ruhigere? Mein absolutes geiles Professor Kukui Outfit. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir gern, damit wir in der nächsten Folge Wolkner fertig machen können. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was weitere Projekte von mir angehen. Falls ihr mal Bock habt, vielleicht auf Radical Red. Das würde mich wirklich, reizen. Und folgt mir gerne auf Insta und auf Twitch für Livestreams und für andere Sachen. Für mehr Real-Life-Stuff und alles. AP+, nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da bei der nächsten Folge wieder, wenn wir Wolkner fighten. Bis dahin, macht's noch gut. Jetzt ist mein Gehirn hängen geblieben. Ciao, ciao.